Was klappt, Leute, sind wir back in einem neuen Spiel und zwar Sheep. Short Adventure heißt es, glaube ich, oder? Ich gucke mal kurz nach, weil ich habe es hier aufgeschrieben. Ja, Sheep hier, Short Adventure. Alles klar. This game has been designed for Gamepad. For the best possible experience, we recommend you wear headphones. Übrigens, am Donnerstag kriege ich meine neuen Kopfhörer von Razer, Digga. Und dann habe ich auch 50 Stunden Laufzeit zum Zocken und nicht mehr 15, Alter. So, wenn Lado an, mir ist gerade warm. Start your journey. Let's go, Leute. Ist übrigens das zweitbest bewertete Spiel auf Steam, Digga. 99% positiv, ja? Deswegen, und es ist auch noch kostenlos, Digga. Also wer Bock auf das Game bekommt, ladet euch das auf Steam runter und ballert das, Digga. Ich bin gespannt. Controller-Unterstützung für jeden Controller, Digga. So heftig. Moin, Rel. Alles klar. Bei mir soweit ja. Ich hoffe, bei dir auch. Und nachher, Digga, gehen wir auf jeden Fall in Ghost Recon, warte, was? Doch, Ghost Recon Breakpoint, nee, nicht Breakpoint, Wildlands. In Wildlands rein. Falls du Bock hast. Ui, was passiert jetzt? Digga, da ist ja hier kroatischer Becher, Digga, das ist ja mein Ding. es wirkt schon geil. Es wirkt schon geil, das Game, oder? Haben das Sale zur rechten Zeit, wa? Ja. Ich hab mir einige Sachen jetzt nochmal im Sale geholt, Alter. Ich hab mir sogar Ghost Recon Wildlands in der Ultimate Year 2 Edition geholt. Ah, das Spiel wirkt sehr cool bisher. Ich kann noch nichts machen. Wie gesagt, das zweitbeste bewertete Spiel auf Steam, ne? Ich bin so gespannt auf das Game. Wann geht's denn los? Jetzt. Ah, ich muss A drücken. Aha. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein... Oh, guck mal. Oh. Bisschen Musik machen. Muss unbedingt den Game-Sound leiser drehen. Oder dich lauter. What? Wieso denn schon wieder? Ich hab das doch letztes Mal angepasst. Ja, kann ich natürlich machen. Warte mal, ich mach mich... Jetzt werde ich gerufen, Alter. Warte mal, ey, das ist Katastrophe. Ich mache mich mal ein bisschen lauter, ja? Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz runter. Ich weiß nicht, was los ist. Und weiter geht's, Alter. Wait. Gibt's für eins? What? Ah, von Razer habe ich mir eins geholt. Headset. Oh, Entschuldigung. Von Razer, das war im Angebot. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es hat eigentlich 130 so gekostet, das habe ich jetzt für 85 gekauft. Mal gespannt. Fanboy. Ey, ich mag Razer ehrlich sehr, sehr gerne. Also, weißt du, also das finde ich qualitativ immer gut. Hab mich noch nie enttäuscht. Oh, okay, wir haben hier Trapdoor. Kann ich springen mit A? Oh, joi. Und Radio. Ist der Sound jetzt okay? Ich habe mich mal ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, das passt jetzt, Leute. Das ist ein bisschen Jump'n'Run, oder? Oh Mann. Okay. Ist geil. Ne, ist auch eine gute Marke. Die LEDs sind halt die besten auf dem Markt. Ja. Könntest du etwas lauter sein? Okay. Wait a minute. Dann mache ich mich nochmal so ein bisschen vielleicht so. So, okay. Ich hoffe. Ojo. Whoop. Oh Gott. Ey, das Spiel ist bisher. Oh Gott! Ey, ist alles geil. Ist die Lampe da vielleicht Safe Point? Kann das sein? Whoop. Definitiv besser. Okay, sehr gut. Let's go. Jeep. Jeep. Oh Gott. Jeep! Ah! Ich will sterben! Okay, let's go. Wann willst du denn Wildlands? Keine Ahnung, ich wollte mir das Spiel erstmal ein bisschen angucken. Wie gesagt, ist ja wohl. Oh Gott! Oh Gott, das war ja laut! Irgendein Achievement gab's dafür. Ja, ich wollte mir das Spiel erstmal angucken. Wie gesagt, ist ja auch das zweitbest bewerteste Game auf Steam. Und hatte ich einfach mal Bock drauf, so. Aber danach können wir gerne in Wildlands schauen. Vielleicht in so einer Stunde oder so. Ich weiß ja nicht, wie lange das Game geht. Wo sind wir denn jetzt gelandet hier?
Ah, wir sind wieder weiter unten gelandet, oder? Oder waren wir schon? Ich bin mir unsicher. Aber hier geht's auf jeden Fall rein. In Ordnung, alles klar. Oh! Was bist du? Achievement, the first one. Vinyl, wir haben eine Vinylplatte gefunden. Das war ein Geheimgang, okay. Hauptsache dort fehlt. Die Hauptsache dauert 48 Minuten. Machen wir hier einfach in Discord, falls ich nicht im Stream bin. Alles klar. Hau mich einfach im Discord an. So. Mein Gott, lesen. Lesen, wenn du streamst, ist schwierig. Aber so wie ich dich kenne, 2 Stunden. Ja, mal gucken. Also, wenn es länger geht, dann. Also, falls wir über eine Stunde sind, dann würde ich einfach 2 Folgen losmachen. Und die kommen dann einfach wieder. Oh! Okay. It seems like there is a hidden place to the right. Ja, da war ich schon. Ha! Ausgedribbelt. Game. Oh! Scheiße, ja, vielleicht sind 2 Stunden, so wie man mich kennt. Oh! Lini, ich würde erstmal 3 Stunden das Hauptmenü studieren. Achso, ja. Lini, Leg, Assassin's Creed, Skill Tree. Erstmal 20 Stunden reingehen. Was haben wir hier? Oh oh. It's not safe, man. Backpack, Rucksack. I lost note. This place is huge. I think I'm lost. Damn. I will continue to go deeper, but I hope I will find a way to go up soon. A lost note. Also, warte, ich lese nochmal, ich übersetze es für euch. Dieser Platz oder dieser Ort hier ist groß. Ich denke, ich bin verloren, verdammt. Ich gehe weiter nach unten, also tiefer, und ich hoffe, ich werde bald einen Weg nach oben finden. Hier geht's nicht weiter, okay. Whoop! Oh Gott! Alles gut. We really need to remove this debris. I will contact Belgium tomorrow. Wie viel Text kommt da, Leute? Viel oder wen? Oh. Something happened here. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so krass ist, das Game. If you're hearing this message, something went wrong. Oh. This is beyond all of us. Okay. Ich wusste nicht, dass das Spiel in die Richtung geht. Upp. Ich dachte, das wäre so ein cozy Game. Warte mal, ich dachte, hier geht's gar nicht weiter. Nein! Ich dachte, hier gibt's ein Secret. Oder vielleicht gibt's hier auch eins. Ne, hier geht's wieder hoch. Hm. Wow. Wait a minute. Oh, shit. Ja, könnte auch 2 Stunden dauern bei meinem Skill. So. Darüber geht's nicht, ne? Ne, okay. Alles klar, dann gehe ich hier mal weiter, weil anders kann ich ja eh nicht machen. Gut. Nein! Let's go. Oh, Alter, das Spiel geht ja wirklich in so eine deep Richtung. Damit habe ich gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, es wäre so ein sweetes, cozy Game. Oh, was bist du denn? Aber ich meine, zweitbestbewertetes Spiel auf Steam, free to play, muss ja auch irgendwas heißen, ja? Alter, was geht jetzt ab? Wir haben einen Bären mit Messer im Kopf. Hedges, the lost beer. What? What? Bossfight! Digga, die Mucke! Es ist ein übelst geiles Game! Whoop! Ich muss den da, glaube ich, reinlocken. Wie kriege ich den da rein? Chill doch! Ha! Ja! Du Hund! Oh, er lebt noch. God damn. Digga, die Mucke bockt. Oh shit, here we go again. Läuft ja super gut, Alter. Naja, komm. Ah, ich kann skippen. Shoot. Nice, Liebe. Nein! Ich bin one-shot! Ey, das Spiel ist ja übelst wild. Jo, ich denke auch mal 2-Stunden-Linie hast du gut gekriegt. Vielleicht sogar 3. Ja, du Hund. Bär meine ich. Ha! Die guten Dinge sind frei, wa?
ist das? Ja! Snack it! Das ist der erste Boss. Also jetzt echt, Mann, Marvin. Ach komm, Lini, ich hab ihn noch gepackt. Mach's besser, Junge. Das Spiel ist kostenlos, lass sie runter. So, was ist jetzt hier? Ich will da nicht hochspringen. Was ist mit den beiden Dingern? Ah! Taking you higher, oh mein Gott. Okay, okay, wait. Okay, ich habe jetzt Double Jump. Wild. Geil. Geiles Game, Digga. Kein Wunder, dass es das zweitbest bewertet auf 7 ist. Wie sollen wir einen Dev-Counter einrichten? Wir sollten einen Dev-Counter einrichten. Weiß ich nicht. Vielleicht. Maybe. Ah. Durch. Junge. What? Alter, what happened? Tschüss. Kommt mich nicht mehr bewegen übrigens, als der Sonne. Achievement. You made a new friend. Ja, absolut neuer Freund, Leute. Das ist super sweet. Richtig geiler Boy. Mega nice. Alter, läuft. Läuft, Digga. Geiles Game. Zweites Kapitel. Lini, wie viele Kapitel hat das Spiel? Weißt du das zufällig? Das wäre eine gute Information. Ich würde gern spielen. Ich würde es gern spielen, achso, ja. Ist ja free to play, Lini. Aber ja, ich weiß, PC und so. Schwierig. Hätte ich einen PC, ja. I know. Cheap, cheap. Oh. Your estimated wait time is forever. Okay. Wir haben wohl keinen. Wir erreichen ihn niemanden. Oh Gott. Was ist das? Ah, noch eine Note. This place will be switched off soon. If you find this, I recommend you leave as soon as possible. Ja, also wenn du das liest, dann solltest du dich schnell abhauen. So ungefähr würde ich das übersetzen. Wee. 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 Geiles Game. Wee. Oh Gott, damn. Will da vielleicht nicht unbedingt runterfallen? Ja, da bin ich wohl RIP. Gut, besser time nächstes Mal, ne? Ah, ich kann auch. Ich muss nicht direkt double springen. Ich kann aber springen, wenn ich möchte. Okay. Gut. Muss man wissen, die Info. Kann man auch sprinten? Nee, ne? Zack. 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 Runter oder hoch? Ich würde das mal runter. Oder? Runter oder hoch? Ne. Wo geht's denn hier oben hin? Aha, da ist noch eine Disc. 6 Chapters, okay, wir sind jetzt im zweiten. Und haben auch die zweite CD, ich denke, das passt. Oder Schallplatte eher gesagt, Vinyl. Geil. Ist ein Radio. Und eine Note. Alles klar. Wieder ein Report. Everyone seems to have been upgraded correctly. At least everyone we called have saved. Okay. Also jeder muss hier evakuiert werden, quasi. So, was ist das? Elevators have all been disconnected with success. To use them, you will first need to reactivate the level. Then press the button. Engineer. Okay. Also erst Hebel betätigen, dann Button drücken. Den Button. Ne? Welchen Button? Welchen Button, alle? Hä? Ist doch der Button, oder? Warum geht das nicht? First need to reactivate the level, ja. Yeah. Then press the button. Button. Bin ich lost? Wie geht das nicht? Was für ein Button denn? Muss ich nach unten? Nee, das ist tot, oder? Das ist safe tot da unten, oder? Welchen Button? Muss ich hier stehen bleiben? Das ist doch richtig, oder?
kann ich ja nicht mehr betätigen, Hebel. Leute, bin ich jetzt doof oder ist hier haben wir einen Fehler? Weil laut dem Ding ist das der richtige Button, oder? Wenn du da auch die Zeichnung anguckst, sieht das richtig aus. Aber passiert nichts. Ah! Ich muss den Stick nach unten drücken. Damit ich mich ducke, okay. Das wusste ich halt nicht. Okay, wo sind. Geht's hier runter oder darüber? Hebel. Da würde es runtergehen, dann gehe ich da erstmal runter. Ne, wir finden noch zwei Hebel, okay. Alles klar, kriegen wir hin. Oh ja, da ist der zweite Hebel. Ich will noch ein paar Secrets finden, Leute. Ich will alle Schaltplatten finden. Gibt bestimmt auch wieder 6, dann pro Level 1, oder? Denke ich mal. Würde ich mal von ausgehen. Zack! Aber das ist ja dann. Also, wenn das so eine Stunde gehen sollte, das Game, dann werde ich das so ein Video machen. Und dann, Digga, das sieht so geil aus, ne? Und dann werde ich das irgendwann um 18 Uhr, um 20 Uhr hochladen. Vielleicht noch morgen einfach direkt. Und. Ja, dann machen wir mal ein extra Video. Aber wie gesagt, manchmal mache ich sowas jetzt. Weil ich kann ja nicht jedes Game Let's Playen, so. Thomas. If you can finally find a way out of that stuck elevator, I will be waiting for you outside. I hope you won't die here, it would be too stupid. Okay, Alex. Also wenn du hier einen Weg aus dem stecken gebliebenen Aufzug findest, werde ich draußen auf dich warten. Ich hoffe, du stirbst hier nicht, das wäre echt dumm. Okay. Also, Thomas ist dumm, ja? Wahrscheinlich. Okay, wir müssen. Ich nehme an, wir müssen hier rüber. Zack. Was ist das? What is that? Oh, okay. Okay. Wait. Einmal durch. Note. Warning, you are forbidden to go down into zone 3 before having had your equipment checked by the authorized services in Belgium. Ja, Digga, ich weiß nicht, was für ein Equipment ich brauche. Ich glaube, ich habe alles. Hoffe ich mal. Wir werden sehen. Welcome to the Belgian Institute, Tower 24. Your employee orientation will begin shortly. Oh, oh Gott. Ich habe es zu spät realisiert, dass die Dinger runtergehen. Okay. Haben wir nach oben? Ne, nach unten. Wir gehen immer tiefer. Immer deeper, Leute. Immer deeper. Deeper. Oh Gott. Easy. Easy, Leute. Ich hier ein bisschen Konzentration an den Mann bringen. Und dann lügt er das. Okay. Zone 3 ist offiziell geschlossen, Digga. If you were assigned to this area, check with your superior about your new assessment, Belgian. Okay. Alright. Was denn das? Ist das ein Minenwagen, ja? I don't see something. Hello. Loading. With the new screen. Oh, Level 3. Nice. Offices of Belgian Inc. Okay. Also hier sind die Büros von Belgian Inc. Bevor wir hier einen Hebel betätigen, gehe ich erstmal hier rüber gucken. Hallo? Komm ich nicht durch oder was? Na gut. Da ist auf jeden Fall noch jemand abgeplatzt. Den Leuten hier scheint es nicht so gut zu gehen. Gleich zurück wahrscheinlich. Alles klar, lieb's gleich. Und rein, Alter. Zurück. Wild. So, jetzt sind wir hier. Outside, man. Hier geht's nicht lang. Ich will die dritte Disc haben, Leute. Da ist nochmal so ein Ding. Das ist ein Hase. Haselein. Hier, wir haben hier einmal. Das. Eins von sechs.
Oh, Michael Bay. Oh shit. Oh, Hase, bleib stehen. Wo ist er hingerannt? Ist er hier rüber? Ja, da ist er. Das sind zwei Hasen. Drei! Hallo, ihr Mistviecher. Was ist das? Checkpoint? Oh Gott, ihr Gottlosen. Okay. Ballkristalle. Nice. Ich weiß nicht, was die bringen, aber die sind da. Da würde es runtergehen, theoretisch. Vielleicht komme ich da aber wieder zurück. Oder ist das vielleicht die Disc? Oder ich bin tot da. Das kann natürlich auch sein. Okay. Da ist noch ein Hebel. Nein! Ja. Das ist sogar noch ein Hebel, aber warte mal. Oh, Alter. Ja, da wollte ich hin. Ich folge erstmal dem Hasen, ne? 11 Sekunden hier in dem Level. Nein! Da wäre ich fast gestorben, Leute. Hä, wie. Okay, das ist. Asozial. Fährt jetzt hoch. 3, 2, 1. Nö. Komm ich da vielleicht zurück? Dann gehen wir erstmal woanders lang. Ich glaube, vom Timing her kriege ich das nicht hin. Oder geht das? Ich werde es sagen. Weiß ich nichts. Ich weiß nichts. So. Ich betätige jetzt meinen Hebel. Da würde es nach unten gehen, ja? Right? Ja. Schön. Also maybe werden wir auch Sachen verpassen in dem Game hier. Aber das macht ja nichts. Auch wenn ich gerne alles mitnehmen würde, was geht, aber wer weiß, wie einfach das ist und wie schnell man hier was verpasst. Müsste man das Spiel halt schon mal gespielt haben, um das zu wissen. Hier geht es, das und Notiz, guck mal. Shipment Summary, Belgian Delivery, Recipe 086, ID, dann haben wir noch, ja, das ist quasi ein Lieferverzeichnis. Da muss ich nicht alles vorlesen, glaube ich. So, geht's jetzt hier lang, oder? Ich bin halt ein bisschen verwirrt, wo ich lang muss. Hier könnte ich lang, ja? Was ist, wenn ich jetzt da hinten hochgehe? Warte mal. Na, okay, schade. Wir haben die Disc noch nicht gefunden, die Vinyl. Vermute ich halt hier irgendwo noch. Ah, sind wir jetzt hier? Nee. Wait a minute. Hier geht's auch nicht weiter, ne? So viele Wege hier auf einmal, krass. Das finde ich heftig. Also ich glaube nicht, dass wir eine Stunde fertig sind, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch noch ein Hebel, guck dir das mal an. Holy shit, wo sind wir hier gelandet, Junge? Jetzt wieder hochgehen. Okay, warte, dann gehe ich erstmal zurück. Nochmal nach unten. Weil ich glaube, unten müssen wir nochmal runter, ja? Schwer zu sagen. Aber hier geht's wieder runter, glaube ich. Und da oben geht's nach oben. Aber warte mal. Ah, fehlt mir hier vielleicht noch was? Nee, oder? Hier kann ich runter. Ja. Okay. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen hier alles. Das ist zum Beispiel ein Hebel. Da ist die Disc. Guck mal. Das ist einer von den Hebeln, die wir brauchen. Da ist die Disc. Hier komme ich nicht durch. Hallo? Wieso? Ist doch nichts. Lass mich da durch. Was ist denn das für ein Scam? Muss man da von hinten kommen? Komm ich da so nicht dran? Aber wie soll ich da hinkommen? Oh, das ist traurig, ey. Wieso kam ich da jetzt nicht dran? Ich hoffe, das ist richtig, dass man da nicht durchgehen konnte.
Ich vermute immer das Schlimmste, aber bisher ist das Spiel sehr, sehr gut. Also, ich glaube nicht, dass das unabsichtlich wäre, denn. Aber wie man da drankommt, weiß ich jetzt trotzdem nicht. Back, alles klar, welcome back, Lini. Ich habe gerade die dritte Vinylplatte gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich da drankomme, weil da konnte man nicht durchgehen, Leute. Das ist ein bisschen schade. Das Spiel ist aber immer so riesig, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, weil es eine Stunde gehen soll. Ich glaube, da werden wir drüber sein am Ende, aber macht ja nichts. Ich mal gerne noch alles an. Jetzt hätte ich mir natürlich merken sollen, wie lange wir aufnehmen. Obwohl, ist eigentlich egal. Wir haben zwei Hasen. Einer geht nach rechts, einer nach links. Ich folge jetzt mit dem rechten. Weil nach links müssen wir nachher eh wieder. Quasi. No way back? Klingt gut. Kein Weg zurück? Oder habe ich jetzt was verpasst? Weil da stand ja kein Weg zurück, aber ich dachte halt, wir kommen jetzt nach unten und kommen da wieder raus. Vielleicht geht's hier auch nicht mehr zurück. Vielleicht habe ich jetzt ein paar Sachen verpasst. Dann ist es belastend. Nein! So knapp. Easy. Okay. Wenn wir jetzt was verpasst haben, dann ist halt belastend, aber dann zockt das Spiel auch gerne selber, Leute. Warning, deep excavations. You entered in archaeological dig site. Only the research team is authorized to enter Belgium. Okay. Hallo. Also hier ist quasi eine Mining Area. Also Ausgrabungsstätte, archäologische. Und nur das Ausgrabungsteam ist dafür berechtigt quasi. Hier geht's lang und da drüben aber auch. Da ist nur ein Radio. Right. I'm finding another way around. Note to self. Engine traps are not for me. Just as this guy. Soll ich jetzt hier lang oder auf der anderen Seite? Archäologie ist ein gefährlicher Job. Ich gehe endlich nochmal lang. Jetzt 44.000 Kanalpunkte, die nicht sehr stark. Ich brauche noch ein paar neue Sachen, wofür man die ausgeben kann. Irgendwas Geiles. By the way. Da springt man nicht runter, oder? Besser nicht. Wir sind immer so Statuen und so, schön. Ich finde das Spiel auch sehr schön einfach, ne? Das ist so entspannend auch mal so für nebenbei. Aber da unten ist so eine Note. I would never have imagined finding the ruins of an ancient civilization so far underground. It looks like they were using the crystals, but we can't figure out how yet. Chief Archäologist. Also der Chef Archäologist quasi hat rausgefunden, dass hier so eine Zivilisation lebt und die wahrscheinlich hier mit diesen Kristallen gearbeitet haben. Ich kann das Bild ein bisschen verschieben, nice. Wahrscheinlich diese Statuen hier sollen da drauf hindeuten. Da unter. Ja, zack. Easy. Oh, da oben, guck mal. Seht ihr das? Ah, da komme ich nicht ran. Okay. Na gut, hier geht's wieder runter. Ich hier was lesen? Nee. Aber da über Leichen, ne? Über Leichen, die. Das ist wild. Komm ich da drauf? Das ist nur Background, ne? Ja. Easy. Und dann da drauf. Ui. Was passiert jetzt? Digga. Wow. X. Wow. Oh. Erstmal fallen. Aber wo muss ich damit hin? Ah, ich weiß, wo ich damit. Ich muss zurück. Nee. Wait a minute. Ich komm von hier nicht zurück. Ist der durch? Nee. Wo muss ich hin? Hätte eigentlich gedacht, wir müssen zurück. Oder kann ich mich hochboosten und dann das machen? Nee. Wait, wo muss ich hin, Leute? Bin ich lost? Passieren.
Nee. Ich komme noch niemals zurück, oder? Also dann läuft der schnell, aber nicht in der Luft. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist eine Stelle, die ich verstehe hier immer nicht. Ah, oh mein Gott! What? Okay, das ist heftig. What? What? Superman! Got it! Oh shit. Okay, ich sucke hart, Dick. Nein! Boah, das ist echt nicht so einfach. Wie denn? Ja. Okay, ganz am Rand stehen. Wild! Alter, aber geiles Game, ey. Ah ne, warte, dann auch von hier, ne? Wait a minute. So hoch. Das war ein bisschen spät. Wait. Ah? Okay. Ich muss mir erst boosten, dann springen, glaube ich, oder? Ja, aber warte, ich muss... Okay, okay, wait, das muss man gut timen. Ich muss, glaube ich, hier stehen ungefähr. Ja. Woohoo! Geil! Digga, ist das ein geiles Game. Kein Wunder, dass es so gut bewertet ist auf Steam. What? Digga, was ist das für ein Spiel? Der ist entwickelt, Alter. Der muss ich mal auf 7 folgen, dem Entwickler, Alter. Was ist das denn geiles? Geil! As fast as you can. Ja, Alter, mega nice. Ey, das bockt übelst, Leute, das Spiel. Schade, dass es nur eine Stunde geht, aber dafür wird es halt wahrscheinlich richtig Mühe geben, so wie es aussieht. Ist ja übelst cool. Also, da geht lieber ein Entwickler raus, auf jeden Fall. Den werde ich auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal auf Steam folgen und mal gucken, was der noch so gemacht hat. Der hat das zweitbest bewertete Spiel auf Steam gemacht. Das musst du dir mal vorstellen, Digga. Das ist schon krass. Und dann auch noch free to fucking play, Digga. Heftig, Mann. Du kannst einfach kostenlos runterladen und zocken, Digga. Oh. Man sollte vielleicht aber auch Skill haben. Ja. Oh, man sollte vielleicht auch Skill haben, Digga. Hm. Ey, mach doch. Jetzt. So. Naja. This is a restricted zone. This area is officially forbidden for anyone. Do not expose any part of your body to exhaled air and leave intermissional. Alles klar. Hebel Nummer 1. Chip, chip. Hebel Nummer 2. Chip, chip. Und am Boden. Let's go! Welcome to the Belgian Institute. Will be. Soon. You. Won't be. Leaving. And. Okay. Ja. Klingt schön. Ich weiß noch nicht, ob ich mir Wildlands schon mal kaufen soll. Kannst du ja, wir zocken ja eh gleich Wildlands dann. Kannst du ja dann mal gucken, wie du das Game so findest und dann überlegen. Ich meine, da kommt ja safe eh nochmal ein Steam Sale dann. Kommt ja andauernd bei Ubisoft.
weiß, wie das Game ist. Achso, keine Ahnung. If this experiment succeeds, Belgium will be instantly propelled to the rank of the most powerful industry of the world. As an investor, I have to witness this history event. Irregular investor. Schon öfters gesehen. Achso, ja dann. Ich habe das mal bei Henno gesehen, wo er mit Kutscher gespielt hat. War ganz lustig, weil die haben da immer eine Scheiße gemacht. Boah, Alter, geil. Ey, das Game ist so geil, Leute. Holt euch das, bitte. Holt euch das Game, ist kostenlos, Mann. Was passiert jetzt? Das ist wieder dieser Bär. Das ist der Matrix-Bär, Leute. Patches, the dark beer. What the hell? Was genau muss ich tun? What the hell? Was muss ich tun gegen den? What the hell? Ich muss erschlagen. What? Was muss ich denn genau machen, Alter? Also, letztes Mal waren ja diese Stacheln da, aber jetzt? Der nimmt mich auseinander. Was muss ich tun? Sind hier irgendwo Stacheln? You can do it. It's a hard one. Ich habe Achievement fürs oft sterben bekommen. Holy shit, was muss ich genau tun? Hä? Ich check es halt nicht. Bin ich dumm? Also ja, aber... Versteht es jemand von euch? Überlebt, wo ich am Rand stehen. Meine Idee. Ja, okay. I understand. Digga, der ist ja echt schwer zu checken erstmal. Weil ihr Brain habt auch nicht sehr gecheckt. Ist klar. Digga. Aber geile Idee, Oh no! Was passiert? Hm? Wait a minute. So. Ich bug? Warte mal, warum greift er mich nicht an? War ein Bug, oder? Oh, 40 Games auf Steam. Ja, Digga, das geht schnell, ne? Hallo, was ist los? Ich glaube, wir haben einen Bug. Willst du es neu starten? Kein PC, ja. Hä, was ist... Ich glaube, der hat uns einmal erwischt und der startet aber nicht neu, der Bus. Das Belasten. Kann ich... Was passiert, wenn ich jetzt rausgehe? Speichere das Spiel?
Weil es geht nicht weiter. Ich glaube, wir haben leider einen Bug erwischt. Passiert halt mal, ne? Ich hoffe, es geht weiter jetzt. Continue. Frage ist, wie lange ist die Aufnahme jetzt schon? Kommen 40 Minuten hin? Ich weiß es halt nicht. Wir haben halt ein bisschen getalkt am Anfang, dann wollte ich noch kurz Einkauf reintragen. So, jetzt müsste es so weitergehen, ne? Also nochmal starten. Ja, okay. Ich glaube, das war einfach ein bisschen buggy. Ist ja nicht schlimm. Ich weiß, wie jetzt wieder geht. Aber der ist heftig, der Bär. Also diesmal. Also an sich ist der nicht so was, aber du musst erst mal checken, was passiert, ja? Das ist so ein geiles Game. Das ist jetzt nicht so geil. Einer halben. Nicht so geil. Was meinst du? Aufnahmen. Weiß ich nicht. What? Das ist neu! Okay. Ich glaube 40 Minuten kommt hin. Also OBS zeigt es ja meistens kürzer an und hier steht 40 Minuten OBS gerade. Normal, also bei mir steht ja meistens, wenn ich jetzt 2 Stunden aufnehme, steht bei OBS 1 Stunde. So, also. Jetzt fehlt, manchmal stimmt die Aufnahmezeit auch. Also könnte auch sein, dass es nicht passt. Der ist ja letzte Zeit ein bisschen buggy bei mir. Ich verstehe nicht genau warum, aber ey. Ist halt so. So, der ist weg. So, jetzt Concentration, Leute. Das ist gut. Das ist eigentlich so schwer. So. Macht jetzt seine Wand. Einen Hit. So. Easy. Zack. Was springt er wieder? Springt er wieder? Wo? Kommt er oben? Ich muss ihn aber runterkriegen, weil er oben macht er. So, jetzt kommt der Wand und Sprung. Das ist eklig. Ja. So, Alter. Was passiert jetzt? Digga. Das Game ist so krass, ne? Dafür, dass es nur ungefähr eine Stunde geht. Das bestbewertete Spiel auf das zweitbestbewertete Spiel auf Steam ist, Digga. Und es free to play ist. Ist das so heftig, Junge. Ich dachte zwar, es wird geil, aber nicht so geil. Bin ich ehrlich. Das hätte ich nicht erwartet. Ist Bock vor allem auch wirklich richtig, richtig, richtig geil, Digga. Feier ich. So, was haben wir jetzt? Y. Rückhalten oder was? Ah, nee, in der Luft. Oh mein Gott. Okay. Kanonenkugel quasi. Kann ich mir aber hier hoch. Was ist da drüben? Okay, das ging nicht. Aber ich kann nochmal try, von hier aus so hochzukommen. Ja. Gibt's hier irgendwas? Nee. Okay, also wäre egal gewesen. Okay, Moment. Da komme ich gar nicht hin, oder? Okay, dann nochmal da drüben hoch. War einfacher. So. Nice, Leiter hoch. Auf den Aufzug? Auf das Ding da in der Mitte? I try. Ja, perfekt. Okay, easy. Jetzt hier rein? Naja. Okay, Alter, das Spiel ist so geil, Digga. Also hat das eine gemacht oder das von mehreren Leuten? Das würde mich mal interessieren, ey. Weil das ist ja so ein geiles Game. Wenn es von einer Person. Oh nein. Scheiße. Wenn das von einer Person ist, ist es heftig, Digga. Okay, hab ich. Und es ist auch gar nicht so einfach, das Game. Oh, ich kann nochmal. Ah. Oh mein Gott, Digga. Wo geht's hier hin? Junge. Nein! Ja,
Ja, es ist cool. Was ist das? Muss ich das hitten? Oh mein Gott, was passiert hier denn? Das ist ja so ein geiles Game. Digga. What? Oh mein Gott. Alter, I know this place. Ja, what? What happened, Alter? Digga. Das ist ja richtig cool. Wie viele welche magst du, die Leuchten, die du hast? Müsste ich mal nachgucken. Also du meinst hier meine Keylights, oder? Die habe ich mir über Amazon gekauft. Da müsste ich. Ich kann dir nachher gerne einen Link schicken, dann, wenn du möchtest. Wenn du die, also wenn du da mal möchtest. Das sind jetzt nicht die besten, aber ich finde, die sind eigentlich solide. Und ich glaube, die würden sogar noch einen Ticken heller gehen und die gehen auch in verschiedenen, also in drei verschiedenen Farbtönen. Also. Die finde ich eigentlich ganz gut. This message will be my last entry. Digga, das ist Spiel geil. Holt euch das bitte, es ist free to play und das zweitbestbewertete Spiel auf Steam, ja? Mega nice. Good luck. Whatever you do, one must make it all worthwhile. Alter, ey, supportet bitte die Entwickler, ich möchte mehr von diesen Games. Das macht ja übelst Spaß. So, wir müssen jetzt so rüber einfach, ne? Wahrscheinlich hier mit Boosten? Ja. Geht's hier weiter? Ne, ne? Okay. Nach oben. Oh Gott, ey, das ist ja eklig jetzt hier. Ui. Oh Gott. Easy. Was passiert da drauf? Nicht. Voll. Okay, wir sind auf irgendeinem fetten Berg, Digga. Glaube ich. Sieht zumindest so aus. Ich habe jetzt nicht ganz oft, also wir jetzt im Weltall sind, nur auf der Welt. Wenn sind Nordlichter. Das ist ja so. Digga, wer hat das entwickelt? Ich muss das nach. Das muss ich nach der Aufnahme abchecken, halt. Das ist ja so ein geiles Game. 99% positiv auf Steam, Leute. Krank. Wo muss ich hin? Muss ich runter? Muss ich da lang? Gott, Kombinationsarbeit. Oh mein Gott, ist das krank, Alter. Das ist ja übelst krank. Oh shit. Here we go again. No. Einmal oben, dann kann ich loben. Schade. Aber ist geil. Zack. Da hoch. Zack. Da hoch. Einmal hier raus, dann hoch. Hier drauf. Hoch. Und hier bin ich ein bisschen verplext. Kann ich dann nochmal mich boosten? Das ist so geil gemacht. Bitte, ich will. Also, das, ich check mal ab, ob der nochmal so. Also, ob der mehr so spürt. Ich habe das auch nur. Ich habe ja so. Auf manchen Seiten. Ach, warte, hier. Ich bin auf so manchen Game-Seiten. Gucke ich immer mal rein, ja. Und da wurde das empfohlen, weil das das zweitbestbewertete Spiel auf Steam ist und kostenlos ist, ja. Und ich dachte mir, okay, packe ich mir mal einen Warenkorb, Digga. Und es bockt einfach. Oder von Mr. Suicide Chip. Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob der irgendwie bekannt ist, ob der mehr Spiele gemacht hat oder nur das eine. Oder, obwohl ich glaube, ich hatte das mal abgecheckt, der hat nur das Spiel bisher gemacht, oder? Und das ist halt das zweitbestbewertete Spiel auf Steam, Digga. Stell dir mal vor, du machst nur ein Game und dann ist es das zweitbestbewertete Spiel auf Steam. Und ist free to play und übelst geil und bockt richtig. Digga, ich hoffe auf jeden Fall, da kommt noch mehr. Also, das macht bisher wirklich mega viel Spaß. Oh mein Gott, nein! Aber du brauchst auf jeden Fall auch ein bisschen Skill. Ich finde das mega geil. So. Digga. Das, also, stell dir mal ein Super Mario in diesem Ausmaß. Also, in diesem, mit diesen ganzen. Fähigkeiten. Ja. Kann ich boosten? Nein. Okay. Konzentration, Leute. Okay. Das ist geil. Okay, Moment. Alles safe. Okay, es ist.
Boah, ist ein bisschen Skill, ein bisschen Tricksen und so. Easy. Ey, das ist so ein schönes Spiel, oder? Der hat noch ein Game namens Dreamscaper. Dreamscaper hat er gemacht? Really? Das kenne ich auch. Das Game. Ist das... Warte mal, wenn das von demselben Typen ist, dann ist das echt krass. Ich glaube, ich weiß, welches Spiel du meinst. Oder welches er gemacht hat. Geht's hier weiter? Warte mal. Ob ich hier irgendwas mache, guck ich mich immer um. Jetzt fehlen noch ein paar Discs. Oder Vinyls. Aber geht's hier richtig weiter? Könnte auch sein, dass hier richtig weitergeht. Moment. Oh shit, oh shit. Ist das hier Schlamm? Was passiert hier? Aber warte. Warte mal. Nein. Komm ich wieder hoch? Nein. Ich glaube, ich habe da oben was verpasst. Oh nein, tot. Dreamscaper sagt mir was. Ich glaube, ist das so ein... Ist das auch so, so eine Art Cozy-Game quasi? Ich guck mir das gleich mal an. Aber das sagt mir safe was. Ey, wo sind wir jetzt hier gelandet? Und auf der goldenen Tür, da hätten wir safe noch was machen können. Da hätten wir bestimmt ein Achievement bekommen. Oder? Wir haben safe einiges verpasst. Vielleicht zocken wir das irgendwann nochmal und gucken, dass wir alles mitnehmen können, ja? Weil jetzt weiß ich ja, wo es weitergeht zum Beispiel. Was ist jetzt hier los? Nee, da kann ich nichts machen. Also wenn ich auf seinen Namen gehe, steht da New Releases und da steht Dreamscaper. Ah, da ist das. Ist das neu rausgekommen? Wahrscheinlich dann, ne? Oh shit. Ich glaube aber, das kenne ich, das Game. Das sagt mir was. Das habe ich glaube ich mal bei Gnu gesehen. Oh shit. Habe ich glaube ich mal bei Gnu gesehen. Okay, warte. Okay, gesaved, sehr gut. Muss ich hin da hoch? Oder hieß das anders? Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar anders hieß. Irgendwas mit Dream auf jeden Fall. Aber kann auch sein, dass ich mich irre, Leute, ja? Digga, ist das Spiel geil, Digga, wirklich! Der Typ, der muss mehr, also der Typ, der muss supportet werden, Leute, bitte. Das ist wie... Oh, was passiert jetzt? Shit, der Bär. Das kam am 26.8. Das könnte sogar passen. Aber da hat er lange nichts mehr gemacht, ne? Schade. Wer ist wieder da? Ja gut, so ein Game braucht natürlich auch seine Zeit. Ich meine, guck dir das Game an, Digga. Da hat er wahrscheinlich auch ein paar Jahre rein investiert, wenn er voll mit alleine spielt. Dark Energy, die Evil Source. Das ist nicht gut. Was passiert jetzt? Geht die in mich rein? Ne, geht in ihn. Geht durch ihn durch? Was passiert? Ich muss aufs Klo, Leute. Das Spiel ist zu entspannt. Oh mein Gott, das hittet mich. Oh mein Gott, was geht ab? Oh mein Gott, Digga. Alter, das ist ein geiles Game. Muss ich kommen? Ohoho! Ja! Ich muss ihn damit hitten quasi. Ja! Woo! Gadi! Ein geiles Game, Leute.
ich supportet bitte die Entwickler. Das ist, also, das ist so ein geiles Game, oder? Oder nicht? Das ist nicht etwas Richtiges, was ich höre. Das ist einfach ein komplexes Game, muss man sagen. Ist das richtig? Kannst du das anders machen vielleicht? Vielleicht so ein Tower hinten? Da hinten. Ein geiles Game, Digga. Ey, Digga, es ist so ein geiles Game, Alter, ja. Ich würde, also wir werden das safe nochmal im Stream spielen und da werde ich versuchen, alles zu bekommen, was geht. Ey, warum kann ich mich nicht boosten? Mhm. Auch die Musik und so, da hat er das alles selber gemacht. Ach so, dieses Bock auch so krass, ne? Du kannst mich nicht mehr boosten, nein. Oh nein, gehen wir zurück zu dem Root? Maybe? Ich kann mich nicht mehr nach oben boosten, die Kugel ist weg. Oh mein Gott. Alter, ist das krank! Auch die Effekte, ey, Digga, das ist so ein geiles Game. Sorry, ich sag das sehr oft, aber es ist einfach so. Oder? Ey, was sagt ihr zu dem Game, Leute? Okay, jetzt kann ich nur noch springen, okay. Okay, muss man wissen. Ich kann nur noch Double Jump, wir gehen zurück zum Boot quasi. Leute, ist das ein geiles Game, Digga? Ich bin so froh, dass wir das gespielt haben, Leute. Es ist so ein geiles Game. Auch die Musik und die ganze Atmosphäre, es ist einfach nur richtig nice, Digga. Alter. Wow. Wow, Alter. Warte, was geht? Die Ortsmusik? So runter? Das ist Plan. Runter? Ja? Aber ich kann nur noch springen. Meine ganzen Fähigkeiten sind wieder weg. Wir gehen back to the roots. Der Matrix Bär verfolgt uns noch. Ja. Ist das ein geiles Game oder was?
Ist das ein geiles Game oder was, Leute? Supportet da bitte. Wirklich, wirklich, wirklich. So wichtig, Leute. Dass solche Leute supporten werden. Oh, ich rette ihn sogar noch. Ich rette ihn sogar noch. Digga, wer hat... Also, Bro, ich muss den gleich mal... Ich folge diesem Entwickler gleich überall, wirklich. Das machen wir gleich. Falls ich es vergesse, erinnert mich bitte dran, ja. Den muss ich unbedingt supporten, ja. Und wir werden das Spiel safe noch ein, zwei Mal spielen. Ich möchte alle Achievements im Spiel haben. Und das durchspielen. Komplett, bitte, ja. Wir haben bestimmt ein paar Sachen verpasst, wie eine Schaltplatte und so. Ja, wo vorhin diese ganzen Wege waren, haben wir bestimmt einiges verpasst. Aber das ist ja so ein cooles Spiel. Wow. You finished the game. Geiles Game, Leute. Bitte supporten. Bitte, ja. Ladet euch das alle runter oder macht zumindest noch eine Bibliothek bei Steam, ja. Es ist ja wirklich... Also das Spiel ist eine pure Liebe. Wow. A Game of Mr. Suicide Sheep. Dem folge ich gleich überall. Wow. Ein Traum. Den werde ich auch gleich sehr positiv bewerten. Nochmal. Produced by Rob Thomas, okay. Das sieht man ja nochmal. Produced. Nein, produced natürlich bei Rob Thomas. Ist das der Typ? Developed by Thomas Lean. Sehr viele Thomas, ja. Aber auch cool. Thomas Lean ist dann der Developer, ja. Cool. Habe ich auch noch nicht gehört von. Audio Director Music Lucas James. Dem folge ich. Warte, mach ich gleich Instagram, Lucas James. Der hat sehr coole Musik. Lucas James. Nehmen wir den hier. Ah, Musik bei Tall, Warwick und Joe Moss. Nice. Scheiße, ich weiß halt, hier gibt's so viel Lucas James. Cool, ne. Ah, schade, den würde ich gern folgen. Vielleicht ist der bei seinem Instagram. Das ist sehr cheap. Ja. 82,8 Follower. Digga. Als Künstler. Wow, Alter, was hat der für geile Art auf seinem Kanal? Wow. Leute, checkt euch mal diese Art ab, die er da gepostet hat. Okay, ihr seht das schlecht. Aber schaut gerne auch mal bei dem Instagram vorbei. Folgt ihr alles so? Tausch. Oh, genau so was. Der macht da auch mit, oder was? Wave Cyberpunk. Dem auch voll. Dann haben wir hier noch Limone Shield Panda. Auch sehr geil aus. Found Root Records. Das ist Plattenfirma. Wahrscheinlich haben die dann die Musik dann gemacht, ne? Seeking New Records. Wahrscheinlich dann auch. Ich folge den am besten aber direkt mal. Dann haben wir das abgehakt. Ich weiß nicht, ob die da alle mitgewirkt haben. Ich werde auf jeden Fall noch einen Instagram-Post machen und dann, oder morgen dann, wenn ich das Spiel hochgeladen habe und dann Thumbnail habe, werde ich dann auf jeden Fall einen Instagram-Post machen und die alle nochmal verlinken. Weil ich möchte das unbedingt supporten, das Spiel. Das ist wirklich, das war wirklich richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Ich fand auch generell die Atmosphäre auch mit diesem Neon und so, war richtig, das war ein richtig geiles Feeling, ja. Und, Alter, auch wenn ich teilweise mal kurz überlegen musste, was man macht, was ja auch ganz cool ist, erstmal die Mechanics checken, ja. Und am Ende, dass es sich nochmal zurückführt und dann du den Bär sogar noch rettest, nachdem du ihn mehrmals besiegt hast, ist doch einfach geil. Und wir haben noch nicht mal alles gesehen, wir haben nicht alles mitgenommen. Und ich werde das safe auch nochmal, wieso kann ich jetzt Continue drücken, was passiert dann? Wow. Wow. Wirklich, das... Ich bin geflasht. Ich hab Gänsehaut, Digga. Ich finde, das Spiel hat so viel Spaß gemacht. Startet das... Wir starten hier oben nochmal. Oh, warte mal. Dann können wir nochmal nach da hinten. Du kannst das Finale quasi nochmal spielen, ja? Was ist hier? Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier überhaupt was machen? Ja, kann ich. You finally arrived, little one. In order to complete your journey, you must return the powers you were given. Ah! Guck mal, das sind so viele. The story in this world is coming to an end. Wow.
Achievement sogar noch bekommen. Was soll ich dazu sagen, Leute? Es ist ein Traumspiel. Wir werden das... Oh, Entschuldigung. Wir werden das safe nochmal spielen im Stream irgendwann. Dann wahrscheinlich nicht für YouTube oder vielleicht... Mal gucken. Aber... wir werden das safe nochmal spielen. Und dann werde ich auf jeden Fall alles versuchen zu bekommen, ja. Weil das war wirklich eins der besten Spiele, die ich hier gespielt habe, glaube ich. Hier kann man sogar noch ein bisschen die Graphics einstellen. High und Low, okay. Musik, Sounds, kann man eigentlich nichts ändern, okay. Passt soweit. Ja, war cool, Leute. War echt cool, oder? War ein geiles Spiel. Ich empfehle euch wirklich, packt wenigstens in die Bibliothek, Leute. Und spielt es selber. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich werde es auch gleich positiv bewerten und haut rein, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel.